So, einen wunderschönen guten Abend. Wir haben's gleich 7:30. Ich bin in Fallersleben mal wieder. Ja, wir haben den 16.12. Also war gestern der Fahrplanwechsel. Dementsprechend haben wir hier auch neue Zugnummern. Und alles ist ein bisschen anders und chaotisch. Das gehört ja irgendwie schon dazu. Ja, gestern hatte ich noch Ruhe, war zu Hause. Und jetzt heute mal gucken, wie es wird. Wir sind hier in Faller, oder ich bin hier in Fallersleben. Heute die Besonderheit. Zeige ich euch kurz. Ich stehe hier überraschenderweise an Gleis 3. Bahnsteiggleis 3 mit meinem Zug. Ja, Bahnsteiggleis 3. Und ja, gerade auf Lok gekommen. Der Kollege hat die schon mal gekuppelt. Jetzt eine vereinfachte Bremsprobe machen. Ja, dann geht's auch schon los. Genau. Ja, dann nehme ich euch mal ein bisschen mit. Und dann gucken wir mal, was das heute so wird. So, dann brauchen wir einmal meine Handlampe. Rot abblendbare Handlampe. Und meine dreckigen Handschuhe. Jo. Von der Wagenliste habe ich mir schon ein Foto gemacht. Und ja, jetzt geht's mal raus. So, oh, mal looken hier. Ah, wie gesagt, Kollege hat schon schön gekuppelt. Wir haben heute den, falls ihr das seht, ja, Ferdinand 516. Und ja, Licht anmachen hier. Flupp. Ah, ihr seht das, glaube ich. Doch, ihr seht das ein bisschen. Ja, dann mal längs gehen. So, Schluss des Zuges. Okay, mit dem Anschlag. So, mein Gott. Schön. Schluss haben wir drauf. Hier ist sogar LZB, falls man es sieht. Und jetzt einmal am Hahn. Prüfen, ob die angelegt haben. Haben sie. Das Lösen abwarten. Ich kann schon mal gucken, ob die Wagennummer übereinstimmt. So, 479-7. 479-7.
stimmt. Ratzfatz geht das hier halt. Seite zurück und dann gleich ganz entspannt auf dem Bahnsteig laufen. So, für alle anderen, die nicht die Erlaubnis haben, in den Gleisbereich zu gehen, wäre jetzt hier Schluss. Tja, da das meine Lok ist und ich jetzt auf meine Lok möchte und abfahren will, darf ich vorbei. Deshalb, flupp. Tada! Hallo! Da bin ich wieder auf der Lok. Jetzt mal mich entkleiden und dann, ne? Bremszettel schreiben, Zug fertig machen, Lok fertig machen. Ja, dann geht's auch schon los. Rief er nochmal an gerade. Da kommt jetzt noch eine Lok von rechts mit dem 140er Plan. Den nimmt er noch schnell vor mich und dann geht's auch für mich endlich los. Ist verständlich, mein 140er Ding ist so schnell weg von mir. Nö, von daher, das bisschen stehen, das passt. Ich meine, ich bin mit minus 2 hier gerade, also pünktlich um 10 nach sollte es dann hoffentlich losgehen. Wenn er denn mal langsam abfährt, der Kollege, nö, moin. Langsam. Sonst wird das nichts mit pünktlich. Da kommt sie schon. So, dann gib Gas. Damit ich auch pünktlich hier wegkomme. So, Ankunft in Lehrte. Oh, wir haben jetzt 20.48 Uhr. Ja. Das ist mein Intercity nach Leipzig. Oder? Ja, keine Ahnung. Grüßen. Nee, auf jeden Fall Lehrte Ost, genau, angekommen. Ja, da dieser Zug ja planmäßig Kopf machen soll und statt irgendwie, warum auch immer, nicht in Bremen-Neustadt funktioniert, machen wir das jetzt hier in Lehrte. Geht nämlich auch. Jetzt von Lehrte Ost nach Lehrte Nord rein und einmal Kopf machen und nach Lehrte West zurück und dann schön im Fahrplan bis Bremen RBF fahren.
Und dann, ja, den Zug da hinstellen, einen anderen Zug nehmen, vorbereiten und dann von RBF nach Bremerhaven, Kaiserhafen fahren. So, der Plan, mal gucken, wann es hier weitergeht. Weil noch sind ein paar Züge vor mir, da kommt jetzt gerade ein Fernverkehrszug. ICE. Scheint ein Leerzug zu sein. Ja. Ach, ein ICE-1 sogar. Joa, na, wie man sieht, HP0 und im Nachbargleis steht direkt ein Zug. Ja, also mal gucken, wann es weitergeht. Kaum drückst du auf Aufnahme beenden, springt das Signal um. Ja, dann geht's mal ein Signal weiter. Na, da haben wir sogar schon Weiterfahrt, ja mai. Zugbeeinflussung. So, Abgang habe ich. Jetzt mal eben meinen Fallinsleiter melden. Und ja, dann einmal drumherum. Und ja. Das ist richtig, einmal drumherum. Danke. Ja. Er wusste sofort Bescheid, ist gut. So, et voilà. Da stehen wir. Na, nicht genau im Funkloch, geil. So, jetzt eben meinen ganzen Kram rüberbringen. Und dann noch Kuppel natürlich. Ja, ja. Und dann geht's auch schon weiter.